Hallo, liebe Genussfreunde, ich grüße euch und damit willkommen zu einem neuen Biertest, alkoholfrei, mit einem Bier, das wir auch schon mal vorgestellt hatten. Liegt allerdings schon ein bisschen länger zurück. Dennoch gehört dieses Bier, dieses alkoholfreie Bier, ganz klar zu den jüngeren, das heißt die, die noch gar nicht so lange auf dem Markt sind und auch eine andere Sorte dafür abgelöst haben. Ja, ganz klar, Industriestandardkategorie sind wir wieder unterwegs hier mit dem Berliner Kindel alkoholfrei. Ja, damals war ich tatsächlich mit bei der Premiere dabei, und zwar der Rewe Getränkemarkt hier bei uns in Berlin. Der hatte die gerade frisch reinbekommen, ganze Palette voll, und da standen schon ein paar Interessierte, die sich das als allererstes rausgezogen hatten. Und ich stand damals auch da und habe noch sofort mir erstmal zwei Fläschchen davon mitgenommen und die noch auf dem Parkplatz als Wegbier quasi probieren dürfen. Natürlich nicht aus dem Tastingglas, sondern aus der Flasche. Und muss schon sagen, damals war das so, ja, doch, das war schon so ein Moment, wo ich gesagt habe, das war schon vernünftiges alkoholfreies. Liegt allerdings schon eine ganze Weile zurück. Seitdem habe ich jetzt gar nicht mehr getrunken. Deswegen bin ich mal gespannt, jetzt wo wir unseren Geschmack auch wieder ein bisschen entwickelt haben, hin zu den alkoholfreien. Ich merke, es ist eine Verbesserung im Verhältnis zu den allerersten mit den neuen Bewertungskriterien. Habe ich so das Gefühl, ein bisschen trainierter zu sein, sodass ich zumindest mal so grob jetzt die Unterschiede herausschmecken kann. Ist noch nicht perfekt, da sind wir noch weit von entfernt, da bin ich immer noch zu bekloppt, so, das kriege ich nicht hin. Aber zumindest bin ich ein bisschen näher dran. Genau. Und kümmern wir uns mal drum und schauen wir mal, was das Berliner Kindl alkoholfrei heute jetzt noch schafft. Ja, Wasser, Gersten, Malz, Hopfenextrakt. Kein Hopfen, ist Industriestandard, aber immerhin, wir haben eine schöne blaue Kapsel abbekommen. Alkoholfrei steht auch nochmal drauf. Also auch wenn ihr die aus dem Kasten, aus dem Supermarkt rausholt, wisst ihr sofort, aha, blau ist alkoholfrei. So, dann mache ich mal auf. Entspannungsverdampfung kommt auf jeden Fall auch hier raus. Sieht ganz gut aus. Und Tastingglas frisch ausgespült. Ich lasse mal laufen. So. Mal schauen. Ja, ich denke mal, wir erkennen das. Das sieht sehr solide aus. Sehr ordentlich aus. Von der Blume 1, 2, 1, 2, 3. Dreifingerblume kriegen wir auf jeden Fall raus. Schneeweiß das Ganze. Fein bis mittelporig. Schöne, feine Lamellenbildung. Da können wir es erkennen. Sieht ganz gut aus. Schöne Perlange ist auch vorhanden. Und ein klassisches Getreidegold. Nichts anderes habe ich erwartet, wenn wir uns zurückerinnern an das Berliner Kindl, das normale Pilz und auch an das, was es nicht mehr gibt. Dann einmal das Berliner Kindl Jubiläumspilz, das mit dem weißen Etikett, das gibt es noch. Die sehen eigentlich alle ganz anständig aus. Also das kriegt so die Schultheiß-Brauerei, Berliner Kindl-Schultheiß-Brauerei hier aus Berlin wirklich recht gut hin. Ja, wenn ich es bewerten müsste, Freunde, würde ich wirklich auch recht hoch ansetzen. Ich gebe 5 von 5 Schrägstrich 6 möglichen Punkten für die Optik, für die Ästhetik. Ich finde, das sieht gut aus. Also das macht auf jeden Fall Bierdurst, kannst deinen Gästen hinstellen. So von der Optik her passt das schon mal. So, dann wollen wir mal anschnuppern. Ja, vom Bouquet her deutlich wahrnehmbar, geht eher so in die getreidige Richtung rein, nicht zwangsläufig süß. Also da hatten wir schon alkoholfreie gehabt, die vom Bouquet her zumindest schon vom Geruch wesentlich süßer waren. Also hier geht es eher so ein bisschen in diese getreidige Richtung rein. Bisschen kerniger, bisschen zelleraler, so in diese Richtung. Brotkruste könnte man auch noch rausriechen, wenn man will. Leider auch kein Hopfen. Ist ein Pilzbier, also Fundament von einem Pilzbier, sollte man normalerweise gerade hier Nordosten bei uns normalerweise ein bisschen Herbe drin haben. Haben wir aber nicht. Hopfen rieche ich absolut nicht raus. Ganz klar, Malzkörper dominiert. So, wollen wir auch probieren. Ihr Lieben, auf euch, zum Wohle, auf das Bier und auf den Genuss. Ja, und hier habe ich schon wieder ein bisschen Schwierigkeiten. Der liebe Birologe, der Grüß geht raus an den Birologen, falls er das Video hier sehen sollte. Ja, der klärt mich immer ein bisschen auf, der hat ein bisschen mehr Wissen als ich, der gute Mann. Der ist mehr so in der Theorie drin. So, ja, das ist mehr so. Und der hat mich mal ein bisschen aufgeklärt. Aber hier hätte ich jetzt wirklich Schwierigkeiten, so dieses Säuerliche zwischen diesen Süßen zu unterscheiden. Siehst du, und da habe ich noch meine Probleme mit. Ja,
Was kann ich aber sagen? Ich kann das machen, was ich herausschmecke. Von den Attributen her bewegen wir uns hier bei einem gemütlichen oder bei einem dynamischen Bier. Also ich würde sagen, sowohl als auch ist ein sehr, sehr schöner Hybride. Und ich bin wirklich überrascht, dass es nicht süß ist. Vom Malzkörper her ist es alles andere als süß. Ich bleibe dabei, es ist kernig, es ist zeleral, getreidig. Ja, das kannst du schon herausschmecken. Aber diesen klassischen karamelligen Malzkörpergeschmack, den wir von anderen alkoholfreien Bieren hatten, der ist hier nicht mit enthalten. Sauer ist es aber auch nicht und es ist auch nicht dünn. Es ist eher gut gelöst. Das ist so, wo ich sage, wie tatsächlich auch ein Pilzbier. Und du nimmst sogar Hopfenfloralität wahr, obwohl hier nur Hopfenextrakt drin ist. Also auch da muss ich sagen, das hat hier, das ist schon ordentlich. Also jetzt versuche ich mal herauszufinden, was mir nicht gefällt. Ja, was gefällt mir hier dran nicht? Oder warum würde ich wahrscheinlich ein Warsteiner, ein Wernesgrüner vorziehen? Na, ich denke mal, das ist so die Gesamterscheinung. Also ich finde, es macht wenig Spaß zu trinken. Es ist gut, es ist ein schöner Durstlöscher, es ist zweifelsfrei Biergeschmack, aber das schmeckt langweilig. Es ist jetzt nicht so, also das weiß ich nicht, das Wernesgrüner hat einfach mehr Pep gehabt. Das war so. War ja auch ein Pilz. Originell hingegen finde ich dieses Zusammenspiel von der Hopfenfloralität und diesem zellereien Malzkörper. Das finde ich ganz gut, weil das auch im Abgang hinten tatsächlich noch bleibt. Das finde ich sehr, sehr schön. Das ist wiederum bei anderen Bieren nicht so extrem. Ja, und von der Herbe her geht's. Würde ich schon als Pilzbier durchgehen lassen. Ja, unterm Strich, Freunde, bewegen wir uns auf jeden Fall weit über dem Durchschnitt. Das ist ganz klar. Und jetzt sage ich nicht nur, weil es ein Regionales ist. Ihr wisst, ich stehe mit dieser Brauerei nicht wirklich. Gut, da, nachdem die hier die ganzen Biersorten da alle aus dem Programm genommen haben, da bin ich immer noch ein bisschen nachtragend. Bin ich bei Oettinger aber auch, davon mal abgesehen. Aber das ist wirklich ein anständiges Bier. Also das muss man wirklich sagen, da haben die schon sich Gedanken gemacht. Das ist jetzt hier nicht ein 0815 Industriestandard, alkoholfreie. Das ist schon so ein bisschen, wo ich sage, doch, da hat man sich Gedanken gemacht, wie kommt man möglichst nah an das Pilzbier mit Alkohol ran. Also das haben die zweifelsfrei gemacht. Das schmeckst du auch raus. Da steckt Mühe drin. Das ist nicht nur einfach Knöpfchen drücken, komm, mal lass mal Zufall entscheiden, sondern da steckt schon ein Konzept hinter. Das schmeckst du halt auch raus. Und das in der Kategorie Industriestandard, das soll schon was heißen. Naja, und als Durstlöscher funktioniert es auch. Das heißt also Textur und Rezeptur auf Industriestandardniveau passen hier ganz gut zusammen. Wie wollen wir es bewerten, Freunde? Also, ich sage mal so, ich möchte jetzt nicht zu überschwinglich sein. Krone-Bewertung auf gar keinen Fall. Ich überlege zwischen 4 und 5. Mir schmeckt sogar noch besser als vorher, muss ich sagen. Also, ich bin bereit, erstmal eine 4 zu geben. 4 plus, wenn man so will. Ja, also 4 von 5, / 6 möglichen Punkten. Tendenz ganz klar zu der 5 Punkte. Genau. Das soll es dann auch gewesen sein mit diesem Biertest. Und wir sehen uns dann, würde ich sagen, im nächsten Biertest dann wieder. Ob das dann der Montag oder der Freitag ist, das weiß ich nicht. Ihr Lieben, bis dahin, ciao, der Genussguru.